Ich grüße dich, Hallöchen. Kaum eingeschalten, schon finde ich das Dingelchen. Irgendwas mit den Codes war hier gewesen. Das Rad, welches Teleskop steuert, fehlt. Ich erinnere mich an die Platte. Hier, hörst du es? Warte mal. Ja, hast du gehört, ne? Oh. Krass. Das haben sie mal richtig geil gemacht, mal ohne Scheiß. So, zur Schallplatte will ich. Da. Super, und jetzt will ich zur Tafel. Klicken Sie auf die Elemente in der Tabelle von links nach rechts, die richtigen Reihenfolge zu bilden. Ach, und ich habe das vorhin nur aus Scherz gesagt, Aquatrap. Ah, wie geil! Da freue ich mich aber. Geil, ich habe das Rätsel gelöst, ohne zu wissen, wie das Rätsel überhaupt ist. Ey, ich bin Pro, Mann, ich bin Pro. Sehr geil. Okay, jetzt. Ich weiß, da ist noch was, aber ich glaube, da kann ich erstmal nicht hin. Habe ich alle Kronjuwelen? Ja, dann kann ich zu diesem Engelchen da. Ich schreibe mir mal kurz auf, dass ich Pro bin. Ich bin Pro. So, und dann können hier die Kronjuwelen rein. Ah, oh, hast gesehen, es lächelt er auch. So, und dann haben wir einen Kessel. Zu dem Kessel muss ich sicherlich da, wo dieses Labor da ist. Auf dem Dach soll noch eine Aufgabe sein? Ach, sieh mal einer an. Keil. Nee, Quatsch. Okay, wozu auch immer. Gut, ich wollte aber eigentlich ins Labor. Jawohl, und da, wo es plubbelt. Hä? Was mache ich mit dem Keil? Ach. Hm.
Im Behandlungszimmer soll was sein. Ach genau, da fehlt hier das Band. Da habe ich aber nur ein nasses Handtuch, was mir nichts bringt. Da hinten. Ach du Scheiße. Oh, und ein Wimmelbild. OP-Handschuhe. Ein Handabdruck. Oh, jetzt war er weg. Nehme ich so die Pillen währenddessen. Füller. Ist kein Füller, oder? Teleskop. Ach, hart. Ich habe Band gelesen. Die Mülltonne. Den Tentalspiegel. Irgendwo war er. Ich habe ihn irgendwo vorhin gesehen. Gut, dann lasse ich mal kurz aus. Ziegel. Der ist da. Sicherheitsnadel ist da. Wie wäre es mit einer roten Linie? Oder auch einer roten Linse? Judy, ich brauche also noch Schwefel. Ist das irgendwie eines? Da ist auch noch was. So, jetzt brauche ich noch den Dentalspiegel. Meine Fresse, wo ist er denn? Da ist er. Teleskoprad. Falsche Richtung eigentlich gerade. Aber nee, doch nicht, weil hier oben kann man ja auch. Finde einen Code, benutze die Pfeile, um zu navigieren und den rechten Schieber, um die Ansicht scharf zu stellen. Eins, eins, null, null. Okay. Hier ist ein Fingerabdruck. Da ist der Kompass. Okay, das war doch nicht der Kompass. Ha, ein Plat. Nehmen wir das da. Zierteller. Ist das ein Zierteller? Eine Silberschale, venezianische Maske, wo könnte die sein? Kompass, Juwel, das ist kein Juwel. Der Zirkel. Maske. Kann man das hochheben? Nein. Ein Glas. Kompass und Juwel. Kompass. Ich will mal hier drauf gucken. Was? Ich habe da schon so oft drauf geklickt. Das ist ja voll fies. Als ich durch das Teleskop gesehen habe, habe ich einen vierstelligen Code gesehen, der auf das Dach des Leuchtturms geschrieben wurde. Ich werde ihn sicherlich noch verwenden können. Ja, werte ich bei dem Zahnschloss, wo noch ein fehlendes Teil fehlt, wo ich aber noch nicht weiß, wo das ist. Aber mit der Pinzette... Oh, noch was Wimmeliges.
Ich finde hier gerade gar nichts. Nanu, nanu, nanu. Wäscheklammer. Fledermausflügelextrakt. Ach, sonst geht's noch, oder? Mohnknospe. Das hier? Oh, da hat sich gerade was bewegt. Schädel. Sieht auch aus, wenn man das benutzen könnte, aber dem ist nicht so. Das auch nicht. Kann man hier irgendwie öffnen? Nee. Reagenzglas, ja. Ach, das hier nehmen wir da mal an. Hornlupe. Saturn. Ist das nicht? Saturn. Horn. Den Schädel und den Saturn. Ist doch ein Schädel. Irgendwo muss er doch sein. Der Schädel. Der platzt mir gleich. Ach da. Sag ich doch, irgendwo muss er sein. Jetzt habe ich die Bandrolle bekommen. Nicht? Okay. Dann habe ich damit eine andere Philosophie. Die Reagenzgläser, okay. Nämlich hier. Eine Schriftrolle. So, und schon hat das Rätsel begonnen. Fülle den gekennzeichneten Behälter mit der richtigen Menge an farbiger Flüssigkeit. Verwende den Kessel, um die Farbe zu mischen und zwei leere Flaschen zum Abmessen. Okay, ich muss ja also lila, grün, orange und gelb. Upsi. Mal gelb und rot müsste doch orange ergeben. Orange. So, dann kann das weg. Und wenn ich jetzt nämlich rot mit blau mische, das in so einen 7 rein und das mit der 5 und das kommt dann.
Scheiße. Das muss hier rein. Wozu sind die da eigentlich gut? Wieso nicht? Weil das keine drei sind, weil das zwei sind. Zwei und fünf. Aber wie komme ich auf drei? Guck mal, hier hinten ist sogar noch eine Farblehre für ganz doofe. Mein Gedanke war gerade, wenn ich jetzt... Ja doch, warte mal. Jetzt gebe ich da zwei rein, dann habe ich nämlich hier sieben und hier drei. Knobelig, aber gut. Sehr gut. Meine Murmeln. Juti, dann bis demnächst. War ja jetzt auch ganz gut und lange geknobelt, aber sowas macht mir wieder Spaß. Solange es keine Mathematik ist, macht es mir immer Spaß. Wir hören uns. Ciao.